was bisher geschah. Wir werden auf jeden Fall Strip, meine Freunde. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein! Hey Freunde, was geht? Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Boardcraft. Freunde, ja, ihr habt vielleicht schon im Intro gesehen, wir sind leider letzte Folge verstorben. Ja, Freunde, wir haben versucht, jetzt neu anzufangen. Und es sieht momentan nicht so gut aus, sag ich mal. Also, momentan sieht es wirklich nicht gut aus. Wir haben nichts zu essen, wir können kaum mehr laufen. Letzte Folge haben wir so ein paar Karten gemacht. Hier eine Schatzkarte sogar. Ich denke, da gehen wir sogar gleich mal hin. Was wir erstmal brauchen, ist wirklich Essen. Wir haben letzte Folge, sind wir sehr, sehr dumm gestorben. Ehrlich, also, dümmer kann man nicht sterben, sag ich nur. Auf jeden Fall war das schon, ziemlich lost von mir. Was wir uns jetzt machen, was wollte ich jetzt machen? Ah. Wir werden uns jetzt erstmal wieder kurz mal renegerieren von der letzten Folge, sozusagen. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt uns erstmal, wir versuchen jetzt erstmal, ich darf nicht so viel sprinten. Ja, jetzt kann ich schon nicht mehr sprinten. Wir brauchen unbedingt was zu essen, sonst sterben wir wieder. Das sieht so kritisch momentan aus. Mega, mega lost, was wir letzte Folge gemacht haben. Moin. Sorry. Komm doch her. Ich brauch dein Fleisch. Okay, zwei haben wir erst. Okay. Hä? Wie wenig bekommen wir? Okay. Was wir jetzt kurz machen wollen, ist, dass wir craften uns kurz mal eine Spitzhacke und dann würde ich sagen, gehen wir kurz Steinfarm. LOL! Wir haben einfach Lapis Lazuli gefunden. Och, Digga. Mann, jetzt haben wir kein Eisen. So lost. Okay, Freunde, wir craften uns jetzt hier einen Ofen. Ach, Digga, das ist so schade. Lapis Lazuli. Dass wir das jetzt nicht, uns gönnen können. Auf jeden Fall, wir werden jetzt erstmal uns was zum Essen braten. Kann man eigentlich das mit einer Stone Axe abbauen? Stone Pickaxe? Mal schauen, funktioniert das? Digga. LOL, das funktioniert einfach. Wie geil. LOL. So, Fleisch fast fertig. So. Jetzt haben wir erstmal gut Essen. Und jetzt werden wir auf jeden Fall mal nach der Schatzkarte mal kurz gehen. Okay. Wir müssen safe hier zurücklaufen, oder? Genau. Lul, da ist ein Lavasee. Seht ihr das links oben? Okay. Müsste hier sein. Oh,
Wir müssen uns kurz erstmal das kurz craften. Okay, wir müssen jetzt kurz. LOL! Hier ist schon die Truhe! LOL! Ich hole mal kurz Luft nochmal. LOL! 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 Wie viele Eisen? Oh mein Gott! Digga! What the hell? What the hell? What the hell? What the hell? Das hat sich jetzt mal anders gelohnt. What? Alter! Was? Was geht denn ab? Ey, wir können uns mit dem Loot gefühlt eine ganze Eisenrüstung craften. 18 Iron, 10 Emerald, 1 Dia, 5 Gold, ein Herz von, ein Herz, Ozeanherz, wie auch immer man das auf Deutsch nennt. LUL. Potion of Water Breathing. Alter. LOL. Guckt. Die sind schon gekocht. Wie geil. Also die Karte. Anders sexy. Das haben wir jetzt so geil gelootet. Alter, und da ist einfach noch ein Lavasee. Yo. Wenn das sich nicht mal gelohnt hat. Wisst ihr was? Warum gießen wir uns nicht ein Netherportal? Ihr müsst mich aufklären, wie man das macht. In den Kommentaren. Die Minecraft-Freaks unter euch müssen mal kurz mich aufklären darüber. Da war einfach nur ein Wrack, dass wir letzte Folge. Ihr müsst mich darüber mal aufklären in den Kommentaren, wie ich ein Nether gießen kann. Was wir jetzt schon mal machen können, ist die schon mal einen Eimer craften. Ich denke, die meisten von euch denken sich jetzt, oh Gott, ist der dumm, das ist die Chance, ins Nether zu kommen. Ich bin nicht der Beste, der sich damit auskennt. Oder sollen wir es mal versuchen? Komm, ich versuch's mal. Ich versuch mal jetzt ein Nether-Portal zu gießen. Aber dafür brauchen wir doch einen zweiten Eimer, oder? Ja, safe, oder? Okay. Müssen wir als erstes Wasser oder Lava? Wie müssen wir das machen? Als erstes doch Lava, oder? Hä? What the f... Nein! Nein! Shit. Scheiße. Wir müssen es viel weiter weg machen. Also, Wasser muss auf Lava. Hat ja super funktioniert. Hä? Oh, okay. Da haben wir den ersten Block. Scheiße, wisst ihr, was wir noch brauchen? Flint and Steel. Ey, woher bekommen wir das denn? Och, sie sind so lost. Aber erstmal versuchen wir uns das Portal zu gießen. Warte mal. Hä? Okay, anscheinend... Alter Schwede, okay. Hä? Alter. Ey, das ist ein Witz. Ah! Lustig. Juicy. Juicy. Es kann so lange dauern. Wir müssen halt auch noch danach nach Flinten Steel suchen. Das kann auch richtig schwer werden. Obwohl. Digga.
Es funktioniert nicht. Bin ich lost? Ey, Junge, ich bin so behindert. Valhalla. Das war sehr schlecht geplaced. Jawohl. Jawohl, jawohl. Es nimmt schon langsam Farbe an. Hier eigentlich auch so noch ein paar Steine farmen. Ist gar nicht mal so schlecht. Warte mal. Wir kümmern uns jetzt noch mal kurz um Flint and Steel. Hier unter Wasser müsste eigentlich... Jawohl. Hier unter Wasser. Ich habe gewusst, dass hier dieser Block sein muss. Jawohl. Da kommt einer vom zweiten. Oh mein Gott, wie geil. Wie geil. Alter. Wie nice. Wie nice, wie nice. Okay. So. So. Hä? Ah, lol. Doch, da ist ein neuer gekommen. Sehr nice. 1, 2, 3, 4. Hä? Als Schwede, es ist ja Nacht. Kümmern die sich um mich? Wie viele Blöcke müssen wir nach links haben? 1, 2, 3, 4. Jetzt müssen wir doch nach oben, oder? Freunde? Boah. Ich würde sagen, wir machen nächste Folge weiter. Jetzt kommen auch schon die Monster. Freunde, auf jeden Fall mega, mega nice diese Folge. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel geschafft in dieser Folge wieder. Haben uns sehr viel erarbeiten, zurückarbeiten können. Freunde, nächste Folge werden wir dann uns das Nether-Portal gießen. Completely. Ihr könnt mich in den Kommentaren nochmal aufklären, wie ich das machen muss. Ich denke, es war doch viermal... Nee, oder? 4x5 oder sowas? 4x5 Blöcke. Freunde, erklärt mir auch gerne, wie ich es dann gießen muss. Vielen, vielen Dank für euren Support, Freunde. Nächstes Mal geht's weiter, Freunde. Sehr, sehr nice. Und ja, damit ciao.